Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich bin der Cherry Fairy LP. Ja, ich habe vorhin gespeichert, ich sollte es nicht nochmal tun. So. Ich wollte eigentlich offscreen noch ein bisschen rumbauen, habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil ich doch erstmal noch mehr Leute recruiten möchte. Und ich wesentlich mehr Scheiß auseinanderbauen muss. So. Dahin. Overland Station. Reisen wir mal hin. So. Ah, ich kann da jetzt gar nicht hin. Ah. Cambridge. Kann ich da hin? Nein. Oh je. Muss ich nach Lexington. Und von da aus zu Fuß weiter. Ich habe nur die Schrotflinte im Moment. Shit. Manche Waffen können Gegner vollständig auflösen oder schmelzen. Interessant. Ausdauer steht für deine Fitness. Der Wert bestimmt Gesundheiten, wie stark das Sprint deine Aktionspunkte beeinflusst. Dog meat. So, es ist ein weiter Weg durch die Dunkelheit. So, jetzt muss ich wirklich richtig, richtig hart Wanderschaft gehen zu den Siedlern da hinten. Ist das wirklich so? Ich will nur mal in meinem Inventar irgendwie gucken, ob ich die. Ich habe doch auf jeden Fall. Missionen dabei, ja. Ich habe aber tatsächlich keine fette Ding. Ich habe nur Schrotkugeln im Moment. Kein 10 mm Scheiße oder sowas. Und Feuer. Ich glaube nicht, dass das da ist, wo wir hinwollen. Doggy, Doggy, Doggy. Das wäre die Militärfrequenz. Ah, das ist Dogmeat. Gut, ich habe aber noch nicht so richtig rausgefunden, was diese Militärfrequenz bringt. Joggen wir hier erstmal durch die Landschaft. Ich finde, das Spiel sieht so unheimlich gut aus. Es ist echt thematisch so unheimlich krass getroffen. Es ist überwältigend. Also, ganz im Ernst. Das ist vom künstlerischen Aspekt her finde ich das unheimlich krass. Bin eigentlich echt froh, dass es überhaupt so halbwegs gescheit läuft hier. Auf meinem Rechner. Scheinbar ist die 780 immer noch ganz okay. Das ist ja ein interessantes Gebilde. Ich mag eigentlich gar nicht so looten, weil ich Angst habe, dass die Zombies hier. Lohnt. Eigentlich reist man ja Herr der Ringe typisch immer fernab der Straßen. Weil ich habe mich letzte Folge echt erschreckt wie so ein kleiner Faggot, als der scheiß Zombie auf mich zukam auf einmal. Oh, ich glaube, ich kann es gar nicht mehr so lang machen, weil die Kamera irgendwie gleich abkackt oder so. Egal, mal eine kurze Folge, wenn ich sehe, dass die Kamera ausfällt, dann mache ich halt noch kurz oder so und schneide es dann irgendwie halt zusammen. Ja, nicht so kritisch. War ja eigentlich bloß auch die Facecam dazu, weil ich es irgendwie kann, weil ich es geiler finde. Und ich irgendwie sonst den Eindruck hätte, ich hätte mir die Kameras für umsonst geholt. Ja. Jetzt muss da mal eine Aufnahme mit der Spiegelreflex machen. Ich wollte doch hier irgendwo die Brücke, oder? Das ist sie doch. Warum bin ich so bauermäßig voll dran vorbei? Hab's ja mit der Kamera geflirtet. Übel.
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall mal krass, mal wieder hier ein schönes Let's Play zu machen. Privilegiert. Weil das schon meine Freizeit ein bisschen entsprechend beschneidet, ne? Aber das kann es allen, glaube ich, dann schon mal wert sein. Ja, da hätte ich looten können. Da hätte ich können löten können. Nee, wir reden nicht bekloppt, ne? Na, komm schon. Yeah. So. Gespannt, wie der Hund das schafft. Oh oh. Oh. Ich bin schreckhaft nachts irgendwie. Da hinten müssen die Siedler irgendwo sein. Gehen wir nicht über los, ziehen wir keine 10.000 Mark ein, gehen wir direkt zu den Siedlern. Da ist ein Turm. Ich glaube, dieser Turm ist gemeint. Okay. Bonjour, Monsieur Dame. Einen wunderschönen. Hey. Haben die Minutemen dich geschickt? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es drei. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Oh. Ja, ich will denen schon helfen, so. Gut, das ist also die Werkstatt. Ich bin aber noch nicht mit denen verbündet. Scheiße, ja, stimmt, ich muss erst die Quest erfüllen. Aber haben die trotzdem vielleicht Sachen, die ich mir ausleihen könnte? Nee, das wäre gestohlen. Okay, gut, dann wären sie feindlich. Das kann ich nicht bringen. Fuck. Es könnte echt hart werden, ey. Ah, da hinten. Ist gar nicht das. Glaube, wir speichern mal. Weil ich sterbe ja bei sowas nie. Absolut nie. Metal-Kiste. Oh, ich will aber nicht wieder durch die Soße schwimmen. Verfickt. Da sterbe ich doch. Dogmeat, da stirbst du, lass es. Tu es nicht. Boah, es ist da ganz hinten, ey. Ist das deren Ernst jetzt? Boah. Ganze Scheißstadt durch. Fuck. Und los geht's. Ah, nicht durch die Soße. Dogmeat, komm her. Guter. Ob die das Feuer auf mich eröffnet haben? Kann das jetzt gar nicht mal mit Gewissheit sagen. Hört sich auf jeden Fall noch weiter weg an. Auf jeden Fall krass. Voll die postapokalyptische Welt, alles
ist am Arsch und die Leute bekriegen sich halt nur noch mehr gegenseitig. Weil sie hart um die Ressourcen kämpfen, Hauptsache sie überleben. Schon interessant. Ich glaube, da vorne, das ist der Eingang. Scheiße, was war das? Oh ja, da kriegt ihr voll. Auf den Sack. Irgendwer, irgendwas da hinten. Schwerer Winkel, okay. Bin ich zu langsam? Boah, nee, nicht Dogmeat. Boah, nicht ich. Aber ich wollte nicht, dass der Hund stirbt. Oh, nee, die haben Geschütztürme, das ist kacke, ey. Das ist eine Kackmission. Nein! Ich hab doch keine Munition. Oh Mann. Hey, das gefällt mir gar nicht so. Scheiße. Was habe ich eigentlich gedrückt, damit ich so langsam bin? Da bin ich so beladen? Nee. Bin ich langsam. Ich bin müde. Vielleicht deswegen. Und erschöpft. Ja, gut, das kann sein. Oh, das ist jetzt echt irgendwie kloppt. Was ist da los? Sollte ich jetzt erstmal langsam vorgehen in die Stadt? Ich glaube schon. Gehen erstmal von oben. Hier ran, weil da war, letztes Mal war hier oben ja irgendwie Gefecht. Deswegen hau ich mal. Mal langsam, erstmal auf. So geschieht. Vielleicht finde ich ja doch noch ein Bett. Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen einzuwenden. Was wir da unten in der Hütte probieren sollen. Abwegig ist die Idee vielleicht gar nicht mal. Bären. Wird hier auf mich geschossen? Ich weiß es nicht. Hier ist keine Matratze. Scheiße. Bin ich immer noch so broken? Putti, habe ich irgendwas, das ich einwerfen kann?
Buff out. Was? Trefferpunkte, Ausdauer. Naja. Ich glaube nicht, dass das irgendwas hilft. Fuck, no. Weg hier. Natürlich auch noch Ghule. Diese postapokalyptische Welt ist echt am Arsch. Heftig. Keine andere Waffe. Munition. Wenigstens ein Scope, auch kein Ammo. Kaum was, kaum was. Ja. Gute Zeiten. So, vorhin haben wir hier irgendwas ausgelöst, diesmal irgendwie nicht. Aber da hinten ist trotzdem noch ein Gefecht. Klingt aber halt nach einem heftigen. Ich weiß nicht, soll man da mal hingehen? Könnte vielleicht interessanter sein hier. Hero of the Day zu sein. Das ist ein Raider. Was? Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Da ist nichts mehr. Ah, das sind sau viele. Fuck. Mal schnell speichern. I don't like this situation at all. Ich meine, ist ja schon fett spannend und shit, aber fuck. Ich glaube, da hinten geht's ab. Bewegen wir uns mal langsam vorsichtig drauf zu. Um herauszufinden, worauf die schießen. Weil das klingt ja fast nach Militär so irgendwie. Die schlagen Kugeln ein. Oder irgendwie. Sollen wir uns mal einen Überblick zu verschaffen? Nichts, okay. Ist halt voll hell erleuchtet, ey. Diamond City Sicherheit. Level 20.
Könnte eine schlechte Idee sein. Not my business. Heilige Scheiße, ey. Ja, Level 20 auf einmal. Echt gruselig, diese Stadt, finde ich. Auch wenn ich einen Hundi hier dabei habe, fühle ich mich nicht wirklich sicher. Hier wird mir eine Tür geöffnet. Hey. So. Du bist nichts, nichts. Wo bist du? Ah, die sind da. Schleichen wir mal raus. Ich komme sehr. Irgendwas stimmt da nicht. Hey, lass uns was essen. Ich bin am Verhungern. Du kannst essen, wenn ich sicher bin, dass uns keiner überfällt. Ja, ja, schon klar, Mann. Warum hast du eigentlich immer so eine Scheißlaune? Du bist noch am Leben, oder nicht? Sei mir lieber dankbar, statt ständig rumzumeckern. Genug gequatscht. Vielleicht schleicht sich gerade jetzt jemand an uns ran. Wie du meinst, Boss. Was zum Teufel war das? Ach, Miet. Das ist doch scheiße. Ja, finde ich aber auch gerade uncool. Oh Mann, wohin? Oh Gott. Bist du nett? Lol, lol, lol. Ich glaube, das ist nicht schlau. Oh Gott. Ob wir das jetzt überleben? Leg dich nicht mit Diamond City Cops an, verfickte Scheiße. Wow, shit. Komm zurück, ich hatte gerade voll den. Das war nix, ey. Das heißt, wir flüchten nicht nach da oben, sondern nach da unten. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Das gefällt mir nicht. Oh Gott, das Spiel ist gerade echt irgendwie anstrengend. Wahrscheinlich ist deswegen das Bauen auch so krass implementiert. Dass man genug Chillphase hat in dem Spiel trotzdem. Oder nichtsdestotrotz. Ich habe jetzt aber trotzdem voll Angst, wenn wir hier diese scheiß Raider attackieren. Ob das klappt oder nicht. Wir nähern uns der Location. Und wir sind perfectly hidden. Gut, speichern wir hier. Und weil meine Cam hier abpackt, sage ich weiter geht's beim nächsten Mal. Peace.